Der Moment dauert nur sehr kurz, doch das reichte. US-Präsident Donald Trump bestaunt gemeinsam mit seiner Ehefrau und Sohn Barron die Sonnenfinsternis. Dabei steht die Familie auf dem Balkon des Weißen Hauses und einen Moment lang blickt Trump ohne schützende Sonnenbrille in den Himmel. Dabei gilt das als wichtigste Lektion für Sonnenfinsternis-Fans. Niemals, wirklich niemals ohne Augenschutz in die Sonne gucken. Donald Trump setzt dann auch eine Brille auf. Doch die Fotos von ihm ohne den Augenschutz sind in der Welt und werden zahlreich kommentiert. Der Washington Post ist der ungeschützte Trump-Blick einen Artikel wert. Der New York Daily News sogar das Cover ihrer Sonnenfinsternis-Ausgabe. Dazu titelt die Zeitung zweideutig, nicht allzu hell. Trumps Tochter Ivanka ist für die Sonnenfinsternis unter anderem im Luft- und Raumfahrtsmuseum in Washington zu Besuch. Vorab twittert sie noch einen Hinweis, vergisst nicht, eure Sonnenbrillen zu tragen. Donald Trumps Amtsvorgänger schauen im Kreis der Familie in den Himmel. 4 Generationen der Bush-Familie haben sich versammelt, schreibt der 41. US-Präsident George Bush. I know the human being and fish can coexist peacefully. Bei der Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne. Bei einer totalen Finsternis ist sie für eine kurze Zeit komplett bedeckt. Hahaha heißt es dazu nur auf dem offiziellen Twitter-Account des Mondes, der von der NASA betrieben wird. Ich habe die Sonne geblockt, macht Platz für den Mond. Etwa 2 Stunden später wird dann noch eine weitere Nachricht an den Account der Sonne geschickt. Ich habe die Blockade im Himmel und auf Twitter wieder aufgehoben. Millionen Menschen in Amerika bestaunen am Montag die Sonnenfinsternis. Darunter ist auch Schauspielerin Kerry Washington. Sie veröffentlicht ein Foto von ihren TV-Serienkollegen aus Scandal, die allesamt in den Himmel blicken. Mit Brillen natürlich. Moderatorin Ellen DeGeneres twittert, sie habe gerade in eine Firma investiert, die solche Spezialbrillen herstelle. Ob jemand wisse, wann die nächste Sonnenfinsternis sei. Eine mögliche Kundin wäre jedenfalls Paris Hilton. Sie qualifiziert sich mit diesem Tweet. Aber auch Schauspieler Ian Somerhalder, er greift zu kreativeren Lösungen zurück.